Herzlich willkommen zu 5 Bilder, die kurz vorm Tod aufgenommen wurden. Menschen werden auf der ganzen Welt täglich fotografiert, meistens aus glücklichen Anlässen oder aus Langeweile. Doch manche Bilder zeigten die letzten Momente, bevor diese Menschen starben. Adolf Hitler. Dieses Foto, welches ihr sehen könnt, zeigt Adolf Hitler, den Reichskanzler des Dritten Reiches und den Berater von ihm im Jahr 1945. Dieses Bild zeigt das letzte Mal Adolf Hitler noch einmal, als er aus dem Bunker gegangen ist und an die Oberfläche kam, um sich die Katastrophe anzusehen, die er herbeiführte. Kurz nach diesem Bild ging Adolf Hitler zurück in seinen Führerbunker unter den Straßen von Berlin und beging Selbstmord. Der Stunt. Dieses Bild zeigt Robert Overacker bei einem Stunt in den Niagara-Fällen. Overacker machte diesen Stunt nicht umsonst. Er machte diese Aktion, um mehr Aufmerksamkeit auf Obdachlose zu richten und spendete auch den Erlös der Veranstaltung, auf der er diesen Stunt vorführte, für Obdachlose. Der Stunt, den er zeigen wollte, bestand darin, dass er mit einem Jetski die Niagara-Fälle hinunterfuhr und rechtzeitig von seinem Jetski absprung, um dann den Fallschirm zu öffnen und in Sicherheit zu gleiten. Das Bild, welches ihr seht, zeigt Overacker gerade, als er die Niagara-Fälle hinunterfällt. Das Problem in diesem Moment war aber, dass sich sein Fallschirm beim Absturz nicht öffnete und Overacker ohne jegliche Absicherung einfach in den Tod stürzte. Paul Walker. Viele Leute kannten und liebten Paul Walker aus seinen vielen Filmen, in denen er zeigte, was für ein guter Schauspieler er war. Doch Paul Walker, der bekannt war aus Filmen wie Fast and Furious, in denen es oft um Verfolgungsjagden und Rennen mit viel km/h ging, starb selbst in einem Autounfall, als er viel zu schnell fuhr und sein Auto nicht mehr kontrollieren konnte. Dieses Bild, welches ihr seht, zeigt einen der letzten Momente, in dem Paul Walker noch lebte. Kurz nach diesem Bild steigt er in sein Auto, mit dem er wenige Minuten später den tödlichen Unfall hat. Der Flugzeugtest. Auf dem folgenden Bild sind verschiedenste Politiker, unter anderem auch der Bürgermeister von St. Louis, William Becker, zu sehen. Diese Männer sitzen an Bord eines Testfluges auf der ersten Wacko-Ausstellung. Obwohl man denken sollte, dass wenn so viele wichtige Leute im Flugzeug sitzen, jedes Risiko, das existiert, beseitigt wurde, war es hier seltsamerweise anders. Denn mitten im Flug stürzte das Flugzeug ohne sichtbaren Grund einfach ab und zerschellte am Boden. Alle Insassen, sprich alle Politiker und der Bürgermeister, starben beim Absturz. John Lennon. Auf diesem letzten Foto unterzeichnet John Lennon gerade ein Autogramm für Mark David Chapman, seinen größten Fan. An sich ist das etwas komplett Normales, doch wenige Minuten nach diesem Autogramm, als John Lennon gerade wieder in sein Apartment wollte, tauchte Chapman wieder auf und erschoss John Lennon. Der Grund für den Mord war, dass Chapman meinte, er sei der echte John Lennon. Somit ist auf dem Bild, welches ihr seht, nicht nur das Opfer John Lennon zu sehen, sondern auch sein Mörder. So, das war diese Liste. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.